Spanien, als wäre einfach mal entspannt, mal kein wildes Hin und Her. Ich will einen Roadtrip machen, unter den Sternen erwachen. Ich will neue Freunde kennenlernen und von neuen Ländern schwärmen. Ich will neue Sprachen erlernen, ich will neue Wege gehen und die Welt besser verstehen. Vielleicht werde ich mit dem Rucksack durch Europa ziehen und bleib dann genau vom Eiffelturm stehen. Oder ich gehe Tee trinken mit der Queen, als nächstes geht es nach Berlin. Und wenn ich einmal 80 bin, dann erzähle ich meinen Enkelkindern, wo ich überall so war und was ich da so tat. Und irgendwann werde ich vielleicht einer dieser Sterne sein, unter denen ich einst beim Roadtrip erwachte. Und was immer von mir bleibt, werden meine Geschichten vom Reisen sein. Probleme lösen. Das kann doch nicht sein, nur pompös geglückt werden und nichts dahinter. Ich packe meinen Koffer und nehme mit. Die Probleme von Afrika, die man doch vergisst, weil sie nur klein erscheinen. Ich schmeiß sie raus aus meinem Koffer, nur die ganzen Ungeheuer, das ganze falsche Grinsen, wie die falschen Linsen, die jeder trägt. Ich packe meinen Koffer und nun ist nicht mehr viel drin, nur das Gute, Selbstgemachte. Ich packe meinen Koffer und nehme mit, wie wir uns alle verändern. Jungen werden zu Männern und dann zu Kennern. Leider doch schlussendlich zu pennen. Doch wir bleiben irgendwie doch zart wie Kinder. Gerade jetzt im Winter packt doch jeder seinen Koffer und nimmt mit die Freude, die Liebe und das himmlische Kind. Das Beste an mir sind klarerweise meine Locken. Doch das Traurige dran, sie bringen weder Schönheit noch Flocken. Und was reimt sich auf Flocken? Ganz klar Rocken. Doch ich mag keinen Rock, denn er steht mir nicht. Stattdessen habe ich lieber Locken im Gesicht. Und wer behauptet, ich bin damit hässlich, der ist einfach schlecht, der ist einfach grässlich. Und ob sie aussehen wie ein Atompilz, das ist mir egal, das ist mein Kopffilz. Vielleicht sehe ich ja auch aus wie ein Afro am Klecksen, das ist mir auch egal, dann nennt mich Michael Jackson. Ich stehe zu meinen Haaren, egal wie sie mir stehen, egal wie sie aussehen, deren Pracht wird nämlich nie vergehen. Nicht immer rund. Es ist manchmal kompliziert, nicht einfach und nicht schwer, doch trotzdem nicht verkehrt. Es ist auch ganz schön, so wie Sonnenstrahlen, das erste Eis, der erste Schnee, so wie ich das sehe. Ist das Leben lebenswert, ist der Sinn des Lebens. Dichte, dichten, Bücher schreiben, Filme drehen, Lieder komponieren, alles über das Leben. Das Leben hinterlässt Spuren, ob innerlich oder äußerlich. Zeit vergeht, Zeit ist kostbar. Mit lieben Menschen das Leben verbringen, alle schönen Dinge. Das Leben voller Adrenalin und Kick, so macht es doch hoffentlich bald Kick. Tag für Tag lebenswert gestalten, so wird es danach halten. Das Leben ist kunterbunt voll Farben, läuft nicht immer rund, ist manchmal nicht einfach und nicht fair, doch trotzdem nicht verkehrt. So kann es auch ein Käfig sein, richtig nervig. Gefangen im Alltag, wie jeder sagt. Kein ultimativen Multivitamin-Kick, ein langweiliges, loses Leben. Kein Geschmack gesucht, nicht gefunden. Das Leben, eine laute, leise, kunterbunte Reise, wie Achterbahnfahren mit Kartenraten. Das Leben ist kunterbunt voll Farben, läuft nicht immer rund. Ist manchmal nicht einfach und nicht fair, trotzdem nicht verkehrt. Was ist der Sinn des Lebens? Was ist dagegen? Viele fragen und suchen, rufen, verfluchen. Doch wer weiß schon, der Lohn. Ewig auf der Suche, immer mit dem Fuß, Gedanken zum Gedenken geben. Das Leben ist kunterbunt voll Farben. Karriere. Ein gewisser Mario wollte mich stoppen, trotz allem wird er mich nicht toppen. Dein Car zu dem Riss ist back und gibt dir einen Nackenklatscher-Check. Dann siehst du alles blacker denn black und hörst ununterbrochen in deinem Kopf meinen Diss-Track. In der Ferne habe ich dich analysiert, durch meinen Blick bist du frustriert. Du kannst es kaum fassen, hast aber kassiert, jetzt bist du. Ich sehe dich, dein Geld hängt vor dem Shop Armani, ich drück auf das Gas und überfahr dich mit meinem Ferrari. Danach verdienst du noch ein paar Schläge in der Geschwindigkeit von einer Mutter. Deine Rippen brechen, merkst nur noch Stechen, das ist mein wahres Versprechen. Ich bezahle nicht deine Reinigung, wir beschlossen uns auf eine Einigung, ich finanziere dir deine Beerdigung. Nach
diesem Text werde ich gehypt, der Junge, der den Rap antreibt und damit dich beschreibt. Meine letzte Frage an dich. Bist du ein Mensch, Tier oder Pflanze? Ich habe die Antwort, du bist ein K***. Ganz unterschiedlich. Einige Texte waren eher nachdenklich, andere Texte haben mit Wörtern gespielt und wiederum andere Texte waren lustig. Ihr müsst euch jetzt entscheiden, für wen ihr seid und für denjenigen applaudiert ihr dann. Also, wer ist für den Text von Moritz und Niklas? Wer ist für den Text von Sophia? Ich glaube, dass du auch einen Schritt vor Sophia gehst. So, wer ist für den Text von Christian? Christian, komm mal vor, ungefähr auf die Ebene von Marc. Oh, nein, nein, nein. Durchmarschieren musst du. Okay, Jungs, ich glaube, zwischen euch zwei entscheidet es. Wer ist für den Text von Marc? Ja! Wer ist für den Text von Christian? Ja! Okay, Marc, ich glaube, du schließt es ein. Ja. Den ersten Punkt ist hier. Ich war schon verletzt.